Meisterritter sind nicht übel. Ja, aber vorhin habe ich den gleich zweimal hintereinander gut hinbekommen und jetzt halt gar nicht. Das ist halt ein bisschen komisch. Der hat mein Lieblingsschwert in Dark Souls 3. Ach, droppt der das auch, oder was? Wenn man den oft genug macht? Wir haben von ihm ja die Klamotten gekriegt, die Rüstung. Aber ich habe die nicht an. Ich habe eine etwas bessere. Ich frag mich echt, was da vorhin los war. Komisch. Ja, das ist im Spiel so sehr zu merken bei Bossen. Sie werden beim zweiten Kampf immer stärker. Ja, du hast, also wenn du den Boss beim ersten Kampf nicht legst, hast du meistens im zweiten Try gar keine Chance. Weil die dann alle Attacken auspacken, die nur sonst irgendwie möglich sind. Darum ist es bei mir meistens so, dass aller guten Dinge 3 sind. Und ich meistens beim dritten Part dann in irgendeiner Art und Weise das hinkriege und die dann halt platt mache. Aber vorher, wenn du im ersten Run verkackst, hast du echt die Arschkarte. Das ist mir auch tatsächlich schon öfter aufgefallen. Okay, Leute, ich würde das gerne mit dem... Aber ist ja kacke, dass man jetzt schon theoretisch dann über das Ende entscheiden kann, oder? Weil was ist, wenn das vielleicht nicht gut ist? Aber ich würde das schon gerne machen. Welcome, Housepeak. Mit dem Siegel. Ich meine, es ist doch auch gut, wenn wir das heilen bei ihr, oder? Komm, wir machen mal. Auch wenn wir dadurch vielleicht verkacken. Das dunkle Siegel wurde geheilt. Du besitzt kein dunkles Siegel. Okay, also können wir das wahrscheinlich nur machen, wenn wir immer so eine dunklen Siegel haben, oder was? Ah, Harme. Können wir ja bestimmt irgendwann noch gebrauchen. Okay, wir gehen mal weiter. Weiter im Gebiet, würde ich doch mal sagen. Geh mal nochmal zu dem anderen Dude, bei dem man umsonst leveln kann. Ja, okay, ich reiß nochmal zurück. Kollektion. Yummy. Bin ich wieder wach? Hast du aber kurz geschlafen, Peladrion. Oh, our champion of Ash. Welcome back. I would do anything for my master. Just say the word. Alles? Guck mal, jetzt kann ich... Jetzt kann ich nicht leveln. As I have said, I was once a sorcerer. Alas, the magic of Londor is a far cry from the one, but I can. Perhaps I believe that I can help. We pilgrims of Londor are keenly that those branded by the dark sign possess something quite special. Du musst gestorben sein, zu leveln. Be safe, chap. Ich will jetzt nicht sterben. Also. Oder wir kommen halt nochmal wieder. Wir sterben bestimmt bald wieder. Ich schlafe immer nur sehr wenig an den Tagen, wo ich dann arbeiten muss. Hm, okay. Aber Schlaf ist doch wichtig. wichtig. Schlaf ist doch wichtig. Okay, Leute, jetzt geht's los. Wo müssen wir hin? Darüber, ne? Und dann runter an der Leiter. Ich hoffe, wir haben alles entdeckt. Aber wahrscheinlich gibt es noch den einen oder anderen Spot, wo wir irgendwas übersehen haben. Aber dann ist es so. Es gibt noch einen Weg, der ist leichter. Wenn er noch lebt, ist das Ending auch noch möglich. Wie oft hast du schon gelevelt? Einmal. Spoilert ihr mich jetzt hier gerade? Kann der sterben, wenn ich... Das ist zu früh hier. Was sind das für Geräusche? Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich sonst lang gehen soll. Hallöchen Radler, Andi! Hallo! Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich sonst lang gehen soll. Weil, gab es sonst noch irgendwo einen Weg? Pharaonfeste. Lösche 3 Flammen und öffne das Tor. Zurück vom Einkauf. Sehr schön, Alucard. Noch einen anderen Weg, ja. Ja, ich laufe erstmal hier lang. Wenn ich dann merke, dass er zu stark wird, dann können wir ja immer noch irgendwo anders hingehen. Wenn ihr da Bock drauf habt. Ey, die Schnecken sehen ja auch aus wie die Schnecken aus Elden Ring. Da gab es auch diese Feuerschnecken. Zerfedderte Stoffmaske. Wow, das hat ja gar nichts gebracht. Was sind das da für Klumpen, die da runterhängen? Okay, mach das Gift. Was gut zu wissen. Nacktschnecken sind das. Nackidal-Schnecken. Der hier ist auf jeden Fall cooler, der Weg. Okay. Farbe und LED-Streifen für den Keller geholt zum Weitermachen. Ey, du musst mir mal einen Screenshot schicken. Ich würde gerne mal sehen, wie das aussieht bei dir. Im Keller. Und vor allen Dingen, den baust du aber aus zu so einem Hobbyraum oder sowas, hast du gesagt, ne? Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Es wert, das Item da zu holen. Hä? Ich habe Videos gemacht. Kann ich dann zusammenschneiden? Ja, gerne. Gerne, gerne. Hallo, hallo! Ist der Hauptweg okay, ist auch schwerer. Sie muss ja den anderen Weg aber auch machen. Ja, lass mich mal erstmal hier rumgucken. Ich werde dann hoffentlich schon noch den... Also, ja, ich habe ja keine Ahnung, wo es lang geht. Für mich sieht der Weg auch richtig aus. Aber wenn man eh überall lang muss, dann, dann haben wir ja noch Hoffnung. Jo, das hat sich schon wieder so was von null gelohnt. Also das kannst du dir wirklich sparen, in manchen Games irgendwo hinzukommen. Und irgendwo hinzugehen, wo irgendwelche Items sind. Das war Stein. liegt auch Item. Ich lasse es. Oder? Ach ja, stimmt. Jinx hatte ja ihre erste LKW-Fahrt. Habe ich das auch schon gefragt, wie die erste LKW-Fahrt war, Jinx? Ich glaube, du hattest gesagt, sehr gut, aber man muss sich überwinden oder so, ne? War das nicht so? Finger aber noch. Kleine Titanscherbe. Das war richtig geil gewesen. Okay, das ist doch gut. Das hört sich doch gut an. Ja, aber ich habe riesen Respekt davor. Ja, das glaube ich. Also was mich beim LKW, glaube ich, echt beängstigen würde, wäre halt dieser tote Winkel, ne? Aber genauso kannst du sagen, dass andere Sachen beim Autofahren einem auch Angst machen können. Man muss sich halt einfach trauen. Okay, das war ganz knapp. Wenn du den anderen gemacht hast, ist hier dann leichter. Ich fand den anderen auch schwer. Ja, hier ist halt scheiße mit diesem Gift, ne? Da musst du halt immer das Gift auch im Blick behalten. Die Schnecken sind jetzt nicht so das Problem. Oh, eine Estus-Scherbe. Ah, das hat sich doch eher gelohnt, würde ich mal sagen. Ja, also da unten. Ach du Scheiße, was ist das denn? Also unten ist auf jeden Fall noch eine... Da ist auf jeden Fall noch eine Scherbe. Oh, da sind zwei. Ja, das kannst du mir doch nicht erzählen. Ich kann den schon wieder nicht ansehen. Okay, den habe ich gefunden. Was sind das für Viecher? Mal, was die für Hufe haben. Das sieht ja übelst cool aus. Sieht ein bisschen aus wie so ein Satyr. Ich war der Nikolaus, Evi! Weiß ich doch. Hast du mir doch ein Foto geschickt. Vom Nikolaus. Das Gift hier triggert nicht so stark, wie man ja auch denkt. Ja, aber das war ja in Dark Souls 1, ging das eigentlich auch ganz okay, fand ich. Uah! Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Das war da einfach in der Ecke, Alter. Ja, hier gibt es bestimmt einige Sachen, die man übersieht. Je nachdem, wo man hier als erstes lang watschelt. Lösche 3 Flammen und öffne das Tor zur Wolfsblut. Ah. Ah. Da gibt es noch zwei andere Türme. Ah, eins ist weg. Mhm. Oh Gott, würde ich da überhaupt reingehen? Aber das ist nicht das DLC, oder? Oder? Ich habe von den Kindern auch Geschenke bekommen, haben mir einen Sack voller Dosenbier gefüllt. Kannst mich auch Bierkolaus nennen? Niemals! Niemals! Ist nicht das DLC, okay. Bierkolaus. Bierkules! Bierkules, Bierkolaus! Ach du Heiliger! Oh Mann, oh Mann. Er hat das gerade geschnarcht hier? Was sind das für Geräusche? Ich würde ja gerne da an den rankommen, aber irgendwie... Oh mein Gott, ich war so im Schlagen drin. Ich wollte mich eigentlich heilen. Heiliger Bimbam. Zu einer der schönsten Cutscenes im Game, nach meiner Meinung. Okay. Aber du meintest jetzt nicht dieses Tor. Was sind das für Viecher, ey? Scherbe. Och Mann, Alter, hier liegt so viel Loot rum. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist nicht schlimm. Wir können ja theoretisch nochmal herkommen. Und können uns ja dann die Sachen holen. Ach du heilige Scheiße, was ist das denn? Sind das Baumwächter? Oh. Gar nicht so schlimm. Die Baumwächter, die fand ich in Elden Ring damals schon echt hart, muss ich sagen. Also, manche von denen. Okay, das müsste Nummer 2 sein. Nur noch eine. Da ist ein Leuchtfeuer, Leute. Die Hufgeräusche hören sich so geil an von dem. Ach geil, wenn ich nicht treffe, ey. Ein Leuchtfeuer wäre schon geil, ne? Aber durchrennen ist halt so eine Sache. Ne? Der ist halt obviously sehr stark. Okay, und er sprüht auch noch Gift. Kommt der nicht weiter? Ich glaube, der Abstand ist vielleicht gar nicht so schlecht. Oh, ich habe keine Dinger mehr. Machen die jetzt mehr Damage? Die Holzbolzen hat sie Standardbolzen? So, R2 muss ich dann drücken. Also muss ich das gar nicht umstellen. Ah, okay. Ja gut, danke für den Hinweis. Merci beaucoup. Der rennt natürlich weiter, oder? Cool, falsche Attacke. Ich habe das Gefühl, manchmal will ich das Spiel verarschen. So, jetzt laufe ich durchs Feuer. Dann sind die zwar wieder da, aber ich habe erstmal die Möglichkeit zu rasten und zu ruhen. Und vor allen Dingen habe ich auch meine... Nee, ich habe keine Bolzen mehr. Hä? Habe ich die alle verkauft? Alle verbraucht? Kann ja bald gar nicht sein. Crazy! Das ist so crazy. Au, ha. Feuerpfeile sind auch ganz nett. Ah, ich schieße jetzt mit Bolzen. Ich finde Bolzen gar nicht so schlecht. Ah ja, Pfeile mit Feuer wären natürlich schon besser, ne? So. Aber wir kommen Stück für Stück immer weiter, Leute. Stück für Stück. Mit kleinen Schritten. Da muss man echt die andere Taste drücken. Anstatt dass man das umbaut. Das ist natürlich clever. Wie viele Pfeile einfach vorbeigehen, weil die sich bewegen. Also nur Armbrust ist, glaube ich, echt schwer zu spielen. sind ja sogar in dem Nebel drin. Hey, jetzt kommt er ja doch so dicht hier rein. Was ist er für ein Halunke? Ich hab gegens Feuer geschossen! Wollen die mich verarschen? So ein kleines Vieh unter uns. Was ist denn da hinten? Also diese Armbrust, naja, ich weiß ja nicht. Ist auch noch ein Item hinten. Richtige Räucherkammer. Hallöchen Hiri, hallo. Ja. Ordentlich abgeräuchert. Ist auch noch eine Krabbe. Aber den Spot, wo das Tor ist, haben wir doch noch gar nicht gefunden, oder? Ah, hier ist es. Ah, lol, ich wollte gerade sagen. Okay, ja gut, dann brauchen wir noch eine. Ein so ein Bereich. Oh, wie glitschig sie sind. Es gibt ja nichts Schöneres als Schlangen sag ich schon, als Schnecken zu töten. Totenknochensplitter haben wir gekriegt. Den können wir dann wieder ins Feuer schmeißen. Warum auch immer. Da ist eine Leiter. Vielleicht ist da ja oben der andere Spot, den wir anzünden müssen. Ach, das ist eine Lampe. Ich wollte gerade sagen, was hängt denn da für ein Buch? Das verstärkt dann die Wirkung vom Estus. Ah, okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber für alle Feuer? Oder nur für eins? Weil bei Dark Souls 1 war das ja so komisch, dass man... Oh, hier ist ein... Oh, da ist ein Wolf. Kann ich hier das verbrennen? Nee, das kann ich nur in dem anderen machen. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Aber das ist nicht der Wolf aus dem ersten Teil, oder? Zu altem Wolf von Farron beten. Ist der tot? Lebt der noch? Etikette der Legion. bitten darum, den Eid leisten zu dürfen. Haben wir nicht schon bei jemand anderem den Eid geleistet? Pharaos Wachhunde. Du hast den Beweis des Eids erhalten. Eine Wolfsblut-Grasklinge darbieten. Habe ich nicht im Inventar. Jetzt habe ich so eine Medaille gekriegt. Schwört dem Eid von Pharaons Wachhunden die Treue. Ein altes Medaillon mit einem Wolfswappen, was den Pakt mit dem alten Wolf von Farron symbolisiert. Das Anlegen schwört den Eid und die Treue. Die Wachhunde sorgen dafür, dass der Schlaf der Krieger ungestört bleibt, indem sie die Gestalt treuer Geister annehmen und alle angreifen, die in Farons Wälder eindringen. Das nehme ich. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Warum? Rein in den Eid! Let's go! It's a me, Mario! Was ist das hier für eine Ecke? LOL! Schaut. Eine Asche haben wir gekriegt. Nein, die Echse ist gleich weg. Nein! Ah, die dumme Echse! Eines Traumjägers. Aber da können wir der das dann wieder geben wahrscheinlich, ne? Die Asche? Diese Einhänderin. Zombielau, hallo, guten Morgen. Hallo, hallo, hallo. Wie geht's, wie steht's? Dankeschön für deine Community-Punkte. Und Peladrion, danke auch für deine Punkte, ihr Lieben. Dankeschön für den Support. Merci, merci. Kommt die nicht theoretisch wieder, die Echse? Nee, ne? Wenn die einmal weg ist, ist sie weg, oder? Shit. Ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das wäre das mögliche Funkeltitanit gewesen. Doch, die kommen wieder. Aber vielleicht nur nach einer Zeit? So, genug Plätzchen gegessen. Weg hier mit den Plätzchen. Auf! Wie geht's dir? Mir geht's... ja, so lala, würde ich mal sagen, ne? Aber es freut mich, dass bei dir auch alles gut ist. Das freut mich doch sehr. So, dann gehen wir der mal die Schattenasche. Ashen one, what woeful umbral ash is this? This barren dust, stuff of a fool, won't yield aught. Where didst thou happen upon the stuff? Tell me for the sport. Sag ihr, wo du die Asche gefunden hast. Ja, sag ich dir. Oh yes, I see. Clinging to lofty dreams in this dying world, more's the pity. It must come from one most foolish indeed. Wouldst thou not agree? Ja, ja, der Fahrstuhl. Den habe ich gesehen, aber ich wollte erstmal... Verborgene Segnung stellt FP vollständig wieder her. Was denn das? Schwarze Käferkügelchen. Stärkt vorüber gegen die Dunkelschadenminderung. Ach du heilige Scheiße, ey, da kann ja noch einiges auf uns zukommen. Hatte Spotify nicht geschrieben Kriegerrundschild? Oder das große Lederschild. Ich glaube, er hatte das große Lederschild geschrieben, ne? Ashen One. Okay, das ist auch nicht da. Haben wir sonst jetzt noch irgendwas bekommen gehabt, was ich abgeben wollte? Hallöchen Real! Uhu, von der Arbeit aus! Oh no! Viel Erfolg dir für heute! Ich muss die Tage mal Seelen farmen. Will mir alle Glut kaufen. Die brauche ich noch unbedingt. Aber ich habe noch nicht so viel Glut benutzt. Aber ich glaube, die könnte schon noch sehr hilfreich sein. Ah, stimmt. Knochensplitter und Estus. Gut, dass ihr es erwähnt. Stimmt, ich habe ja noch so eine Estus-Scherben bekommen. Und die Knochensplitter sind wahrscheinlich auch sollte doch nützlich sein. Me, Pickle Pea. Me, Bumbaram. Das ist süß, ey. Die kann ich gut leiden. Okay, also das Rundschild. Oh, die ist ganz aufgeregt. Funkeltitanit. Geilo. Okay, also das Schild hat funktioniert. Da hat der Scotty also recht gehabt. Genau, Knochensplitter verbrennen machen wir jetzt. Sehr schön. Und mit dem Wolf, da gucken wir dann mal. Da bin ich gespannt, was da noch passiert. So, Knochensplitter verbrennen. Man kriegt zwischendurch so viele Items, dass man sich das gar nicht alles merken kann, was man jetzt gemacht hat. Da muss ich echt ein bisschen wachsamer sein. Ah, just good, wasn't he? Yes. +1. Sehr geil. Prismasteine? Ja, 10. 10 Prismasteine habe ich. So, Reisen. Dann gehen wir mal zum Wolf. Sonst kaufen und bei der Krähe tauschen. Ach, das geht auch als Item. Was kriegt man denn davon, wenn man die tauschen würde? Ich dachte, die müsste ich jetzt vielleicht als nächstes hier gebrauchen oder so. Okay, wollen wir da runtergehen? Ich glaube, ich höre die Dings. Die Echse. Ja, es funkelt. Ja, das war nämlich meine Überlegung auch, weil es ist ja eine Elster oder eine Krähe. Und die sind ja eigentlich darauf konditioniert, dass die natürlich funkelnde Sachen gut leiden können. Aber auf die Funkelsteine bin ich zum Beispiel gar nicht gekommen. Das ist ein guter Tipp. Willst du runter? Ach, rauf geht's? Achso, ich dachte runter eher. Ach du heilige Kacke. Wow, guck mal, wie hübsch das aussieht. Das ist halt... Da ist ein fucking Drache. Das ist halt sowas, was ich halt echt schön finde an den Spielen. Dass es halt so mittelalterlich aussieht. Und als ob es so richtig realistisch aussieht. Und so echt. Weit weg. Das habe ich nicht getroffen. Wieder nicht getroffen. Jetzt. Aber ich glaube, ich ziehe kein Damage ab. Neun. 6. Wow. Was würde Evi sagen? Was hast du nicht gemacht? Hätte ich theoretisch nicht... Hätte ich mit ihm reden können? Dann hätte ich doch nicht mit dem reden können. Das ist doch obviously, dass man mit dem kämpft, oder? Oder nicht? Ich will, dass sein Schwanz abfällt. Oh, ist seine Schwachstelle, der Schwanz. Da krieg ich 14 raus. 13. Nee, ist alles gut. Ja, wir hatten ja tatsächlich bei Dark Souls 1 so eine Situation gehabt, dass ich gegen einen Boss gekämpft habe, der theoretisch nicht unbedingt ein Boss war, wo man sich hätte auch anders entscheiden können und mich der Chat ein bisschen dazu geleitet hat, dass ich gekämpft habe, weil im Chat stand, oh, das ist ein toller Boss. Ja, und dadurch habe ich mir das so ein bisschen kaputt gemacht gehabt. Aber war auch meine eigene Schuld. Alu war's. Ja, eindeutig, Alucard war's. Siehst du, wenn Jinx das sagt, ist es die Wahrheit. Ja, schieb es mal auf den Chat. Es ist so gewesen. Ich habe Videobeweise. Von euch, ihr Gemeinen, ihr. Trollen in solchen Spielen finde ich auch scheiße. Was meinst du damit? Oh, fuck, er bewegt sich. Ach so, im Sinne von, ja, geh mal dahin, quatsch mal mit dem. Oder dann ist das halt gar kein Boss. Oder wenn man sagt irgendwie... ja, das ist ein toller Boss und dabei ist es dann halt gar keiner eigentlich. Und man denkt, ja, weil man weiß es ja nicht selber, ne? Das ist dann schon, ja, das ist schon gemein mit dem Trollen. Vor allen Dingen, wenn man dann auch Leute in bestimmte Richtungen leitet, die vielleicht einfach scheiße im Game sind. Da muss ich ehrlich sagen, das habe ich bei Elden Ring, Lies of P und Lords of the Fallen bisher nicht gehabt. Also wir haben dadurch weder ein schlechteres oder besseres Ende bekommen. Aber ja, in Dark Souls 1 hätte ich schon gerne gewusst, wie das anders gewesen wäre. Ich dachte eigentlich, du wirst kommentieren, dass es der Dämon aus Dark Souls 1 ist. Ja, sieht halt so ähnlich aus, ne? Also dieser, gab's da nicht den, der unten im Kerker gewacht hat? Und dann gab's da auch noch so einen Feuertypen, also da gab's ja einige von denen. Wenn ich mich jetzt hinsetze ans Lagerfeuer, um theoretisch meine Pfeile aufzuladen, dann regeneriert der Health, ne? Muss ich dem auch unten in den Rückensack schießen? Okay, wir haben ja super wenig abgezogen. Pfeile. Hab ich da mehr Damage? Ach, scheiße. Also das Hinterteil ist schon... Das macht schon... Das kriegt mehr Schaden auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen höher. Okay, 7. Ist doch easy. Naja, ich habe da nicht mehr so viel Vertrauen drin, dass die hier so easy sind. Ich finde Dark Souls 3 schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Aber ich glaube auch, weil ich noch nicht so richtig meine Waffe gefunden habe, mit der ich zufrieden bin. Glaube ich. Eines Kanonendämons. Eine Großaxt. Eine Glut! Ich benutze das mit der Glut viel zu selten, oder? Weil wir kriegen dann auch gar keine Invasions. Eigentlich sollte man das mit der Glut schon recht oft benutzen, oder? Also, weil ihr habt, glaube ich, auch gesagt, in Dark Souls 1 sollte man eigentlich auch viel öfter menschlich rumlaufen und mehr Items und so zu kriegen. Und Sporling, hallo! Dankeschön für die Community-Punkte. Seine Keule und die Axt sind der Hammer. Ja, die Axt habe ich gekriegt, aber die Keule habe ich jetzt nicht gekriegt, oder? Let me in. Alter, da drüben ist ja eine Armee. Ach, da unten ist noch das eine Feuer. Ist das richtig, wo ich hier langlaufe? Ich meine, zur Not kann ich einen Heimatknochen benutzen, ne? Fuck, da ist einfach ein Drache, Alter. Und hier kann ich nicht hoch. Und da war eine Echse. Da oben ist ein Typ, der schreit sonst gleich. Da müssen wir aufpassen. Dass der mich nicht sieht. Kannst du dir beim Schreien sonst auch kaufen. Ach so, ja stimmt. Das sind ja Bosse und Minibosse. Stimmt, da kann ich ja dann das theoretisch gegen diese Seelen eintauschen, ne? Diskussionswürdig. Hat ja auch alles Vor- und Nachteile. Aber etwas häufiger könntest du die Glut schon benutzen. Ja, ne? Also ich sehe das halt auch selber, dass ich das eigentlich machen könnte, aber ich denke da irgendwie meistens nicht so dran. Weiß auch nicht warum. Weil wenn man die Glut halt öfter benutzt, bekommt man halt auch mehr Invasions und dadurch halt auch bessere Items. Aber das ist halt auch sowas, das gab es bei Elden Ring halt auch nicht. Dass man da irgendwie sich menschlich machen musste. Da hast du halt so oder so Invasions gekriegt. Oh, der Bruno schnoddert schon wieder rum, ey. Ich höre das schon wieder. Schon da rumschnoddert. Ich weiß auch noch nicht, ob das schon besser geworden ist mit seinem... mit seiner Krankheit jetzt. Kann sein, dass wir nach den 10 Tagen wirklich nochmal zum Tierarzt mit ihm müssen. Und dann weiß ich nicht, wie es weitergeht, was noch passieren wird. Ist der tot? Ja, aber wegen dem Drachen. Lol, da unten sind Eidechsen, 2 Stück. Waren wir da nicht auf der anderen Seite? Lebt der Drache überhaupt denn noch? Vielleicht lebt er ja auch gar nicht mehr. Also ich habe auf jeden Fall getroffen. Ihr sagt, der ist tot. Dann will ich euch da mal glauben. Uno, meine Güte. Bist du am Rumschnuppern? Blitzspeer. Drachenwappenschild. Und nix, danke. Für die Community-Punkte, vielen Dank. Aber der Drache sieht schon geil gemacht aus, finde ich. Der ist schon hübsch. Ah, jetzt hat er sich auch noch verschluckt. Sehr gut, Leute. Aber da kommen wir ja nicht wieder zurück jetzt, oder? Komme ich hier jetzt irgendwie wieder zurück von dem Spot? Oder muss ich jetzt wieder so einen Heimkehrknochen benutzen? Bei dem anderen ging das durchs Tor da weiter? Nee, ne? Da komme ich ja auch nicht mehr hoch. Ach doch, ich müsste halt oben rüber springen wahrscheinlich. Ah, doch. Ja, das ist doch extra so gemacht. Ist das Tor da hinten offen? Ah ne, das war verschüttet, ne? Mit Stein. Okay, dann können wir jetzt hier einfach wieder runterlatschen. Sehr gut. Hä, voll krass, hier waren einfach 3 Eidechsen. So. Und wir haben auch ungefähr gesehen gehabt, wo ich hingehen muss, ne? Wollte ich jetzt reisen? Wollte ich irgendwas machen? Real, Dankeschön! Für die 69 Biddy-Biddy-Biddies! Kannst du nicht schon die Waffe leveln? Ich habe schon einmal, aber ich habe noch einen Funkeltitanit gekriegt. Also eigentlich könnten wir nochmal leveln gehen. 6400 sollte eigentlich auch gut reichen. Um vielleicht nochmal zu leveln, die Waffe. Rüstung könnten wir einfach nochmal verkaufen. Und natürlich ein paar Pfeile. Wie sich das gehört. Ach, ist schon umständlich, ne? Dass du immer so reisen musst zum Feuerband schreiben, um zu leveln und so. Also das haben sie bei Elden Ring ein bisschen cleverer gemacht, dass man das alles dort an dem Ort machen kann. Guck mal, die ist jetzt auch wieder da. Hello again. I have since heard a great deal about you. For one, that you are most gentle of heart. Ooh. I too am bound by duty, but can offer you my sign. I hear that cordial intrusion lays the path to embers. If I can be of help, by all means, do call upon me. Blessing of the moon upon your journey. Sagt sie uns gerade theoretisch durch die Blume, dass wenn wir an einem Bosskampf sind, dass wir sie rufen können? If you should acquire assistance, use my sign. My sign. Blessing of the moon. Aber welches Zeichen? Die Geste jetzt, oder was? Oder was ist jetzt ihr Zeichen? Der kommt gar nicht mehr wieder. Der ist weg, der Dieb. Ich wette. Den müssen wir wahrscheinlich irgendwo finden. Oh, ich brauche da 2 von. Scheiße. Okay, also ihr habt gesagt, man kann theoretisch auch so einen Funkelstein nehmen. Dann gucke ich mal, dass wenn wir der Elster den Funkelstein geben, ob wir da irgendwie ein bisschen was Besseres rauskriegen. Vielleicht kriegen wir da sogar so einen Funkeltitanit raus. Müssen wir mal austesten. Ram pam pam. Ruckel die Gu. You, me, Pickle Pea. Die ist so süß. Ich würde die gerne mal sehen, die Krähe. Ich will die echt gerne mal, also weil, wie kann sie zu uns sprechen, wenn wir sie nicht sehen können? Das ist halt auch schon ein bisschen komisch. Okay, wir kriegen auf jeden Fall irgendwas raus. Nee! Aber geht das immer? Das wäre ja halt voll cheaten. No. Enough. man kann es nur einmal machen. Enough, enough, sagt sie. Wie geil. Okay, das ist ja smart. Aber sonst könntest du dir halt mit dem... Nein. Was? John, Alter, Computer sagt nein. Rea sagt nein. Weil sonst könntest du dir halt übelst die Taschen vollhauen und das halt immer wieder benutzen, ne? Wäre dann halt schon ein bisschen komisch. Aber ich glaube, sie hat uns den Hinweis gegeben, dass wir uns durch die Glut menschlich machen sollen, um dann theoretisch sie rufen zu können, oder? Bei dem Boss? Diese eine von eben gerade? Die hier auf der Seite saß. Also die können wir wahrscheinlich gleich rufen, da bin ich sehr gespannt. Ey, dankeschön John für die Biddies, vielen Dank. Dark Souls 3 ist einfach geil, das Spiel wird durch dich noch richtig packen. Na, bisher finde ich schon gar nicht schlecht. Also bisher, oh Gott, 7000 brauchen wir mittlerweile. 7000. Oh mein Gott. Naja, wir könnten jetzt einmal nochmal runtergehen zum Ritter. Dann hätten wir das eine Level. Wollen wir das vielleicht machen? Ob wir da safe sagen können, dass wir da... hab ich gelevelt. Ich hab gelevelt. Ich bin doch gerade schon zum Schmied runter. Ja, ja, das geht rucki zucki. Hier, sieht man das irgendwo, welches Level? 2. Darum brauchte ich ja noch den einen Funkeltitanit. Ich glaube, es hat 700 oder so gekostet gehabt. Aber zur Not wäre ich jetzt eh nochmal hergekommen. Oh wow. Aber bei dem Angriff weiß ich immer nicht, ob er zur Seite springt oder ob er mich wirklich gleich angreift. Ausdauer müsste ich halt auch mal wieder leveln. Statt auf Leben oder sowas. Aber dass wir jetzt mittlerweile schon 9 Estos haben und auf +2, das ist glaube ich schon gar nicht so nett. Schade, dass er das Schwert nicht droppt, ne? Aber ich weiß nicht, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit ist, dass man das bekommen kann. Ich bin eigentlich mit meinem Eisschwert sehr zufrieden, muss ich sagen. Und ihr habt geschrieben, auf +5 geht das hoch. Also man kann das gar nicht... Ist es Standard bei den anderen Waffen +10 oder +7 oder so? Was ist da so der letzte... Der letzte Punkt, den man hochleveln kann? Ich glaube 10, oder? Das wird dann halt immer teurer. Digga, ist dein Ernst? Wow. Hat ja mich erschrocken, Alter. +10, ja. Okay. Dann ist das wie in anderen Games. Aber ich finde das okay, wenn das halt schon eine Waffe ist mit Effekt. Wenn du die dann auf Level 10 leveln könntest, das wäre halt schon ein bisschen stark. Also Level 5 ist völlig in Ordnung, finde ich. Und dann hängt es ja halt auch noch davon ab, wie du selber dich levelst. Und, wie du selbst... Also eigentlich müssten wir auch auf Belastbarkeit gehen, weil ich glaube, das levelt halt auch auf... Ja, auf Geschicklichkeit. Aber da ist es nur ein D. Es geht eher auf Stärke. Da ist es ein C. Also wir brauchen eigentlich mehr Stärke. Stärke, Stärke, immer Stärke. Ach, guck mal, der große, schwere Seelenpfeil, der kommt mir doch auch bekannt vor. Aus Dark Souls 1. Also gehen wir in Stärke, ja? Und wenn ich jetzt so eine Glut nehme, ist das Verschwendung? Ich habe 16 Stück. Glut wiederhergestellt. Wenn du das Finsterschwert hast und durchwirkst, dann hast du Sonnerschaden und eine Waffe 10. Was ist denn das Finsterschwert?